Hallo liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen zum diesjährigen Summerween Readathon. Ich habe mich ein ganzes Jahr lang jetzt drauf gefreut, dass wieder Summerween ist. Falls ihr den Summerween Readathon gar nicht kennt, das ist ein Readathon, also ein Lesemarathon, der jedes Jahr von Gabby Reads und von Olivia Reads a Latte, gehostet wird. Und ich werde euch auch Gabbys Ankündigungsvideo mal unten in der Infobox lassen. Dann könnt ihr einfach schauen, falls ihr ja, genauere Infos möchtet. Ja, genau. Und ich bin ganz, ganz ehrlich, der Summerween Readathon, der geht dieses Jahr eigentlich von Freitag, dem 7. Juli, bis Donnerstag, dem 13. Juli. Allerdings am Freitag, also gestern, war ich den ganzen Tag arbeiten, hatte danach noch eine Teamsitzung. Das hätte sich nicht gelohnt, da anzufangen. Deswegen fange ich heute am Samstag, 8. Juli an und ziehe das Ganze dann einfach bis nächsten Freitag, dem 14. Juli durch. Also ich flunkere ein bisschen, aber für mich macht das einfach mehr Sinn. Genau, ja. Und da das hier ein herbstlich inspirierter, gruseliger, gemütlicher Lesevlog wird, habe ich mir nicht die Mühe gemacht, mich hübsch zu machen, weil ich habe heute nichts anderes vor, als auf dem Sofa zu liegen, Bücher zu lesen, und Gruselfilme zu schauen. Die Woche war, also die Arbeitswoche, die war wild diese Woche, deswegen ich bin tot. Und dementsprechend sehe ich auch aus, was absolut in Ordnung ist. Ja, ziehen wir das durch. Gehen wir in die Prompts für den Summerween Readathon. Wir haben ja natürlich auch Aufgaben, die wir während dem Lesemarathon erfüllen können. Und zwar ist das erste Prompt, read a book in the dark, also lese ein Buch im Dunkeln. Ich habe mir eigentlich kein spezifisches Buch für dieses Prompt rausgesucht, weil ich ja spontan entscheide, welches Buch dann ich im Dunkeln oder teilweise im Dunkeln lesen werde. Aber für Read a Thriller habe ich mir dieses Buch hier ausgesucht. Das ist nämlich erst kürzlich eingezogen. Und zwar das hier von H.E. Goodhue Tidalgrave aus dem Lucifer Verlag. Ich habe in letzter Zeit einige Bücher aus dem Lucifer Verlag gelesen, weil ich ja halt so die Monster Grusel-Horror-Bücher will. Deswegen, ja, das Buch spielt zwar im Sommer, nicht im Herbst, voll okay. Es geht ja um irgendwas, was man da im Meer geweckt hat. Bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Ich habe auch schon die ersten 52 Seiten gelesen. Da kann ich euch später ein bisschen mehr drüber erzählen. Das nächste Prompt ist Read a book that takes place in the fall. Und dafür habe ich mir ausgesucht von Stuart O'Nan Halloween. Ja, ich spare mir dieses Buch tatsächlich nicht für Halloween auf. Ich will es jetzt im Summerween Readathon lesen. Um was es hier geht, werde ich euch dann zu einem späteren Zeitpunkt sagen, damit das Intro hier jetzt nicht ewig lange wird. Das nächste Prompt ist Read a book with orange or black on the cover. Da hätte ich jetzt natürlich auch Halloween nehmen können. Ich habe mich allerdings für ein Buch von meinem Sub entschieden, und zwar dieses hier von Jens Schumacher, The Deep, Gefahr aus der Tiefe. Ja, das ist grün, schwarz? Ja, aber wir haben viel Schwarz auf diesem Cover, deswegen habe ich mir das hier ausgesucht für das Prompt. Ihr kennt mich, ich liebe Geschichten, die halt so ums Meer, auf dem Meer, im Meer und da ist irgendwas furchtbar schief, was Menschen bedroht. Ich liebe das, deswegen ja, habe ich mir das hier für den Summerween Readathon ausgesucht. Und das letzte Prompt ist Read a Manga, Graphic Novel or a Novella. Also diesen Manga, ein Graphic Novel oder eine Novelle. Und dafür habe ich mir einen Klassiker ausgesucht, und zwar von Alexei Konstantinowitsch Tolstoi, Die Familie des Wurdalak. Das ist ein ganz kleines, süßes Buch, also ich weiß nicht, ob es süß wird. Auf jeden Fall ist das eine Vampirgeschichte aus dem 19. Jahrhundert. Voll mein Ding. Hoffe ich, dass es das werden wird. Ich bin sehr, sehr gespannt auf dieses Buch und ich glaube, ich möchte dieses Buch dann im Dunkeln lesen, weil es halt auch so kurz ist, dass ich das Gefühl habe, ich kann es auch durchziehen, das so an einem Stück im Dunkeln zu lesen. Naja, werden wir sehen. Falls ich mit all dem fertig werde oder falls ich zwischendurch auf was total anderes Lust habe, dann habe ich hier noch Geistergeschichten Nummer 13 von M.R. James. Ich hoffe, das spiegelt nicht zu sehr. Ich habe es nämlich noch nicht aus dem Plastik genommen. Ja, das ist eine Kurzgeschichtensammlung. Ja, mit der ich mich dann vielleicht auch noch unterhalten werde, falls ich gerade auf eins der anderen Bücher gar keine Lust habe. Deswegen, das ist so mein Backup-Plan. Genau. Ja, Freunde, das sind meine Bücher für den diesjährigen Summerween Readathon. Und ich weiß, dass keins von diesen Büchern unglaublich dick ist, weil ich wollte halt auch eher dünne Bücher aussuchen, dass ich innerhalb von dieser Woche auch irgendwas überhaupt
fertig schaffe. Nicht, dass ich dann eine Woche nur ein Buch lese und euch einfach total langweilig ist bei den Videos. Also ich hoffe, dass ich hiervon wirklich einiges schaffen werde. Ja, und ich hoffe, dass der Summerween Readathon dieses Jahr einfach super gemütlich wird. Ich habe jetzt nämlich ein 3-Tage-Wochenende, in dem ich mich so richtig entspannen kann und euch so richtig mitnehmen kann. Ja, ich denke, starten wir einfach rein. Ich werde mir jetzt zuerst mal Mittagessen machen, vielleicht einen Film gucken und dann in Tidal Grave weiterlesen und melde mich dann später mit einem Update. Ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Wir sehen uns bald. Hallo Freunde, willkommen zurück. Es ist jetzt heute Dienstag, also der Summerween Readathon ist in vollem Gange. Aber ich muss euch leider sagen, dass ich den Vlog jetzt hier an dieser Stelle abbrechen werde. Es ist gestern etwas passiert, das mich sehr, sehr aus der Bahn geworfen hat, was sehr schwierig für mich ist. Ich kann euch gerade nicht sagen, was, aber einfach, dass ihr wisst, es ist niemand tot. Ich bin auch nicht krank oder so, alles okay. Aber ich kann mich gerade nicht aufs Lesen konzentrieren, das geht nicht. Deswegen, ja, breche ich den Summerween-Vlog hier ab. Es tut mir leid, dass es nicht das Video ist, das ihr vielleicht gewollt hättet. Es ist auch ganz sicher nicht der Lesevlog, den ich mit euch gerne teilen wollte, weil ich war so, so motiviert. Aber ich kann gerade nicht, ja, mich auf was anderes als mich fokussieren. Versteht ihr? Nichtsdestotrotz, ich habe Tidal Grave zu einem guten Stück durchgelesen. Ich bin auf Seite 135 von 210. Also ich habe es fast geschafft, aber ich mag das jetzt nicht noch fertig lesen, um das dann ins Video zu packen. Ja, deswegen gebe ich euch einfach mal überhaupt die Info, um was es in diesem Buch geht, weil das habe ich ja während den ersten Tagen vom Summerween-Vlog gelesen. Tidal Grave von H.E. Goodhue ist ein Horror-Thriller. Ich
weiß irgendwie nie so genau, wie ich das jetzt einkategorieren soll. Auf jeden Fall spielt das Buch im Sommer und es geht um Ray Weller, unser Protagonist. Er ist Kapitän auf einer Fähre und er transportiert massenweise nervige Touristen von seiner Insel auf eine andere Insel. Und in der Nähe ist ein Bohrturm, wo nach Öl, unterirdischem Öl im Meer gebohrt wird. Und da geht was schief, da wird was zum Leben erweckt. Und ja, die Touristen und Ray Weller und alle Personen, die da einheimisch sind, die werden zu spüren bekommen, was da zum Leben erweckt wurde. Und das Ding, das hat Hunger. Also ja, es sind schon sehr viele Leute gestorben. Ich finde es fantastisch. So wie es bis jetzt aussieht, ist das nicht so eine Alien-Horror, keine Ahnung was, Blätter-Geschichte, sondern eher so in die Richtung Godzilla-Horror. Also es ist hier nicht Godzilla, unser Monster, aber es hat eher so den Touch als den Alien-Touch. Und ich habe es ja in den letzten paar Videos hin und wieder erwähnt, dass ich so den Alien-Horror halt nicht so mag, wenn das halt nicht angekündigt wurde, dass das der Übeltäter dann schlussendlich ein Alien ist und halt kein natürliches, auf der Erde vorkommendes, böses Wesen. Versteht ihr? Ja, auf jeden Fall. Das Buch ist sehr spannend, also es gefällt mir sehr gut, die Geschichte, sehr kurzweilig. Ja, mal schauen, wie viele Leute schlussendlich überleben werden und was das Monster wirklich ist. Ich werde euch das in meinem Lesemonat oder in einem anderen Video, keine Ahnung, irgendwann noch erzählen, was mein finales Fazit ist. Aber bis jetzt sehr temporeich, sehr kurze Kapitel, die immer so wieder die Perspektive wechseln. Von dem her sehr spannend, sehr rasant. Also mir gefällt es an sich sehr gut. Von dem her, ja, ich bin auf den Rest gespannt, den ich dann irgendwann noch lesen werde. Ja, Freunde, ich gehe jetzt wieder. Ich weiß nicht, wann ich es auf die Reihe kriege, wieder normal zu filmen. Tut mir auch echt leid, dass das Video jetzt gegen Ende hin so einen negativen Schlenker gemacht hat. Ja, aber ich weiß halt einfach nicht, wann ich jetzt wieder wie irgendwie filmen will oder kann. Von dem her, wir sehen uns bestimmt bald irgendwann wieder. Ich habe ein Owlcrate Unboxing, das ich schon vor einer Woche oder zwei gefilmt habe. Das ist dann sicher das nächste Video, das ihr sehen werdet. Das ist schon fast bereit. Von dem her, da habe ich noch eins. Aber danach, ich weiß nicht, wie schnell ich zurückkomme und in welchem Umfang. Also ich hoffe, ihr habt Verständnis und Geduld für mich, auch wenn ich euch jetzt irgendwie gar keine Info gegeben habe, was los ist. Das mache ich vielleicht irgendwann. Aber ja, Freunde, das war's für diesen leider sehr kurzen und etwas traurigen Summerween-Lesevlog. Ich hoffe, nächstes Jahr wird wieder besser. Aber ja, Freunde, danke, dass ihr hier wart, danke, dass ihr zugehört habt und ich hoffe, dass wir uns dann im nächsten Video wieder sehen werden. Und bis dahin macht's gut, bleibt gesund, passt ganz doll auf euch auf und wir sehen uns. Tschüss!